So Leute, es geht weiter. Ich habe mir jetzt noch gar nicht überlegt, was machen wir denn jetzt in den nächsten 20 bis 30 Minuten. Aus dem Grund, gucken wir erstmal auf die Karte. Wir sind hier und ja, gehen wir dann direkt hier hin und gucken, was da abgeht. Und dann können wir eigentlich auch direkt ein bisschen Stress schieben. Ich glaube, das machen wir zuerst. Ein bisschen Stress schieben, das mag ich ja am meisten hier bei Assassin's Creed. Stress, Stress. Und das finde ich cool. Dann nehme ich mal die Jungs hier mit. Das ist eine coole Truppe. Können wir vielleicht behilflich sein? So. Wenn sie nicht so langsam wären. Mir egal, ich warte nicht auf sie. Entweder sie kommen oder nicht. Sie haben ja meine Kohle. Meine Kohle schon. Ne? Zu dem Typen gehen wir gleich, wie schon erwähnt, erstmal kurz Stress schieben. Oh, shit! Ich dachte, ich muss auf Kreis drücken. Die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Was ist das für ein Fettsack? Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Was für Rüstungen und Kostüme die meisten haben, ey. Das ist schon ein Grund, hier abzustechen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner! Verräter! Oh! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. So, was steht wieder da ganz unten? Mindestens 40 Aufständige müssen überleben. Gut. Sollen sie doch. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Für seinen Herrn. Einwohner von Konstantinopel. Bitte die Stadtwache alle Bürger um ihre Mithilfe. Das Ansehen unseres Soldaten. Männer und Frauen! Hört mich an! Die blutigen Eroberungen von Prinz Selim zu... Warum? Gutes Volk von Istanbul! Die Janitscharen arbeiten Wir gegen euch! Mehr als einmal Lasst gewarnt. Euch das Kein nicht gefallen! Zahlt es ihnen heim! Was ist denn hier los, du? Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Schande über euch! Schande über euch! Schande über dich abschauen! Da hole ich direkt mal meine Leute zu Hilfe. Zack, 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 zack. Oh. Gut, dass ich meine Jungs hier habe. Das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Haben ja alle 60 überlebt.
Nur dank meiner Familie. Oder geht's jetzt weiter? Jetzt geht's weiter und meine Familie ist nicht mehr da. Shit. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kommen wieder meine Jungs. Jetzt hauen die ab oder was? Ich wollte gerade noch hier hinterher schmeißen, Arschloch. Es kommt bestimmt die dritte Welle. Oder auch nicht. Ein Luftattentat von einer Seilrutsche aus verüben. Ja, machen wir doch locker. Was an dem Umhang. Hinter dir. Ach, wo ist denn der jetzt lang? Wir haben keine Zeit für den Kindergarten jetzt. Da ist er. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Nix mehr. Jo, Bruder. Das wird wieder.
So, wir sind gleich da. 20 Jahre in der Stadt, ein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Merda. Dachtest du dir wohl? Ja, 2 gegen 4. 5, wie gesagt. Jetzt muss ich hier entkommen, oder was? Oh, das ist so eine Leiter, Freundchen. Oh, shit. Wo sind meine Assassine? Jetzt komme ich da nicht hoch oder was? Leck mich am Arsch. Double Kill. Weiter geht's. Ich habe noch keinen Luftattentat gemacht. Von der Seilkacke da aus. Ah, da war's aber. Warte, da gehe ich jetzt mal hoch. Ich will es ja schließlich auch schaffen. So, jetzt haben wir es geschafft. Hätte gerade geleuchtet. Wir haben es gepackt. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Wie viel haben wir denn eigentlich schon gemacht? Wie viele Minuten? 15, ja, das geht noch. Da haben wir noch was drauf. Ihr wollt ja längere Parts sehen, habt ihr mir geschrieben. So. Was haben wir denn jetzt? Erstmal schön Tablette schlucke. Jetzt sind wir wieder fit. Alles zerstört hier. Dann bauen wir erstmal das hier auf. Eine schöne Bank. Können wir auch direkt mal Geld abheben gehen. Wieder ist noch nichts. So, da haben wir einen Turm. Da klingen wir erstmal. Gehen wir mal da hoch. Hat nicht geklappt.
Eieiei, immer noch nicht. Plündern. Ach, Alter, noch höher. Und runter. Was können wir jetzt machen, Leute? Stress wollte ich ja machen, gell? Hatte ich ja schon davor, vor der Mission geplant. Stress, Stress, Stress. Pitbull mag das. Männer, kommt mit. Wir machen Stress. Die Leute, die ich angeheuert habe, die sind gar nicht hinterhergekommen, meine Fresse. Oh mein Gott. So, wir suchen jetzt erstmal den Kollegen. Beziehungsweise markieren den. Nicht das. Was ist denn jetzt? Oh, ich hab da nur ganz kurz. Habe ich ein Tutorial gemacht oder was? Ja, Alter, wollte ich doch gar, hatte ich doch gar nicht vor. Ich wollte nur die Karte öffnen. Ja, ist doch gut. Beenden jetzt bitte. Danke. Kines. Da ist vorne rennt er doch, der kleine Bastard. Ich krieg dich, ich krieg dich. Oder mein Assassine kriegt dich, noch besser. Dann plündere ich dich halt. Hat mein Assassine dich halt getroffen? Oh. So, anzünden die Kiste und dann ist es wieder uns. So Leute, und bevor wir den Part jetzt hier wieder beenden, ja, die Parts gehen sowas von schnell vorbei, werden wir jetzt nochmal wieder einen Assassinen rekrutieren. Da trifft sich der ja ganz gut. Das Problem, Amico. Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig.
Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Okay. Schauen wir mal, was wir tun können, ne? Alter, wieso kommt der? Oh, er wollte gerade hochklettern. Steve, du entwischst mir nicht. Wache! Firma, halt! Oh. Ein hübscher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Wurdet ihr denn nie erwischt? Habe ich die Beine weggezogen, Fräulein. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen, kämpft für die gute Sache. Nun, es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Yvette, ich werde an eurer Seite kämpfen. Gut. Dann bin ich ja beglückt, ne? Die Bettlerin ist bei uns. Dann müssen wir wieder so Munition auffüllen gehen, Granaten kaufen gehen und Wurfmesser kaufen und so ein Scheiß. Haben wir alles nicht gemacht. Hier haben wir noch ein paar. Komm, da gehen wir auch noch hin und dann beenden wir den Part, Leute. Ich will gar nicht wissen, Leute, was glaubt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, wie viele Parts ich brauche, dann ist es, bis das Spiel zu Ende ist. Bis ich keine Hauptmission und Nebenmission mehr habe. Wenn es schlecht ausgeht, brecht mich, Brüder. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. So Leute, jetzt beende ich den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!